Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich möchte euch heute meine Kliniktasche zeigen. Und zwar seht ihr schon im Titel, ist das meine Kliniktasche 2.0, weil ich aus dem Klinikaufenthalt bei Vince einiges gelernt habe, was ich halt dieses Mal anders mache. Es startet damit, dass ich zwei Taschen habe. Und zwar habe ich eine für den Kreissaal und eine dann für den Aufenthalt im Geburtshaus. Ich habe deswegen zwei Taschen, weil es bei Vince so war, wir sind ins Krankenhaus, also in den Kreißsaal gekommen und ich musste meine große Tasche in ein Schließfach bringen, beziehungsweise Manu musste das machen. Und als wir diese Information be bekommen haben, habe ich halt erstmal überlegt, Mist, was brauchst du jetzt unbedingt aus dieser Tasche, was müssen wir rausnehmen? Und Manu ist dann trotzdem noch ständig gelaufen, hat irgendwas geholt oder einige Sachen, die ich gern aus der Tasche gehabt hätte, dann im Kreißsaal habe ich halt doch nicht geholt, damit er halt nicht nochmal laufen muss. Und deswegen habe ich diesmal gesagt, ich packe eine Tasche für den Kreißsaal, wo all das drin ist, was ich in der Zeit brauchen könnte. Und die kann Manu danach auch gleich wieder mit nach Hause nehmen. Und ich habe dann noch meine Tasche für den Aufenthalt im Geburtshaus. Und wir starten auch mal mit dieser Tasche für den Kreißsaal. Die sieht so hier aus. Und ich zeige euch jetzt, was da drin ist. Starten wir mal mit dem Essen. Weil bei Vince war es auch so, ich bin in den Kreißsaal gefahren und habe weder an Essen noch an Trinken gedacht. Wirklich mit keiner Silbe. Und das, was ich hier mitnehme diesmal, das sind Empfehlungen, die ich bei Vince Geburt von der Hebamme bekommen habe. Und zwar ist das zum einen Cola. Das ist jetzt diese Cola Life, die mit Stevia. Cola ist halt wegen dem hohen Zuckergehalt unter der Geburt ganz günstig. Dann Müsli-Riegel. Auch das, es ist einfach ein schneller Energielieferant. Ihr müsst euch da nicht irgendwie Unmengen Essen reinstopfen, weil so viel Hunger hat man ja eh nicht. Und dann einfach zur Belohnung Milka-Schokolade, die zart bitter. Wenn ich die jetzt nicht im Kreißsaal esse, dann nehme ich sie auf jeden Fall dann mit auf Station. Dann habe ich noch ein kleines Kartenspiel. Und zwar ist das von Winning Moves von Top Trumps. Diese Breaking Bad Edition. Einfach, falls wir dann doch mal eine längere Phase haben, wo, keine Ahnung, die Wehen nicht so schlimm sind oder man dann doch eine Wehenpause hat oder weiß der Kuckuck, haben wir mit Manu halt ein kleines Spiel, was wir spielen können. Einfach lieber haben als hätten. Drei Klamottenstücke nehme ich noch mit in den Kreißsaal. Und zwar ist das zum einen dieser Cardigan, den ich von Primark habe. Moment. Dieser lange Cardigan, den ich von Primark habe, einfach weil es schön kuschelig, schön warm ist. Es ist was zum Wohlfühlen, es ist mein eigenes. Also den nehme ich mit. Ich verlinke euch auch nochmal den Primark-Haul, den ich gemacht habe, wo ich so speziell Sachen gekauft habe für den Kreißsaal, für das Wochenbett. Den verlinke ich euch nochmal. Dann nehme ich ein paar Socken mit. Zum einen, weil es warme Socken sind. Zum anderen, weil ich bei der Geburt von Vince Socken anhatte, die ich danach natürlich wegschmeißen konnte und Manu da erneut in das Schließfach in meine Tasche musste, um Socken zu holen. Deswegen ein paar Socken und noch einmal Unterwäsche einfach, um es zu haben. Lieber haben als hätten. Und auf Empfehlung meiner Hebamme habe ich noch eine Babydecke mit. Das ist diese hier. Und zwar ist es ja jetzt so, dass es noch kühl sein kann, wenn das Baby kommt. Und sie hat uns empfohlen, einfach eine einzupacken. Und da kann ich mein Kind gleich wirklich zu Beginn darin einwickeln, wenn wir dann auf Station gehen. Und dann kann es seine eigene Decke haben. Und das finde ich eigentlich ganz süß. Und deswegen kommt die Babydecke auch noch mit in den Kreißsaal. Das war der Inhalt der Kreißsaaltasche. Ich habe übrigens noch eine dritte Tasche gepackt, aber nicht für mich, sondern für Vince, weil der Gedanke kam mir dann irgendwann mal, dass er ja in der Zeit, wo ich im Krankenhaus bin, bei seinen Großeltern schlafen wird, sein wird. Einfach auch, weil wir nicht wissen, ist Manu noch arbeiten oder nicht. Und deswegen haben wir das von vornherein so ausgemacht. Selbst wenn Manu nicht arbeiten ist, wissen wir nicht, um wie viel Uhr das Baby kommt, ob er dann lieber schlafen will und nicht früh morgens aufstehen will, um Vince dann wegzubringen und wie auch immer. Wir haben es einfach so geregelt,
dass Vince dann bei seinen Großeltern ist. Und da fiel mir eines Tages so ein, ja, du möchtest ja auch eine Tasche mit Klamotten für Vince packen. Unter wen willst du dich dann nicht mehr hier hinstellen und noch Sachen für den zusammenpacken müssen? Also habe ich auch einen Rucksack für ihn gepackt. Für 4 Tage habe ich halt einfach Klamotten zusammengepackt und die stehen da halt auch hinter mir fertig gepackt. So, und jetzt kommen wir zu der großen, großen Tasche. Obwohl ich finde, ich habe viel zu viel Zeug mitgenommen, aber ich wüsste nicht, auf was ich noch verzichten sollte. Auf die große Tasche, die dann mit auf Station kommt. Bei mir ist es so, also bei Vince war ich ja in einem Krankenhaus. Da hätte ich regulär 2 Tage Aufenthalt gehabt und am 3. Tag hätte man entlassen werden können. War ja bei uns leider nicht so. Wir sind ja dann auf die Kinderintensivstation noch gekommen. Und in dem Geburtshaus, wo ich jetzt aber entbinde, ist man regulär 4 Tage da und wird erst am 5. Tag entlassen. Ich habe erst mit mir gehadert, ob ich das so mache oder ob ich mich zeitiger entlassen lasse, einfach weil ich Vince noch zu Hause habe. Aber ich denke, ich werde die 4 Tage bleiben, einfach um mir die Ruhe zu gönnen, mit dem Baby noch zusammen. Und Vince kommt ja jeden Tag mit Manu und besucht mich. Das wird schon gehen. Und deswegen zeige ich euch jetzt den Inhalt der Tasche, die dann mit auf Station kommt. Und wie gesagt, es ist angedacht für 4 Tage Aufenthalt. Das ist übrigens die Tasche, das ist mein Weekender, den liebe ich sehr, einfach weil er so schön bunt ist. Er ist mega, mega schwer und wir starten mal mit dem Inhalt. Hausschuhe. Hausschuhe haben mich vor ein Problem gestellt. In einem Krankenhaus, Geburtshaus, sollte man ja Hausschuhe mitnehmen. Ich habe aber hier zu Hause gar keine Hausschuhe, weil wir ja fast überall hier Fußbodenheizung haben. Also jetzt im Winter ziehe ich maximal noch ein zweites Paar dicke Strümpfe an, aber keine Hausschuhe. Und deswegen hatte ich einfach keine und wollte mir auch für die 4 Tage Aufenthalt keine Hausschuhe kaufen. Und deswegen habe ich mir die einfach von meiner Schwiegermama geliehen und die nehme ich jetzt einfach mit. Meine Unterhaltungsmedien auf Station sind meine Kamera, die ich mitnehme. Ich möchte euch so weit mitnehmen, wie ich und Manu uns dabei wohlfühlen. Also wenn hier wen zu Hause einsetzen, möchte ich das gerne noch filmen. Ich möchte das für euch festhalten, wie das für mich ist. Und möchte euch so weit mitnehmen im Verlauf der Geburt, wie es für uns angenehm ist. Wenn wir irgendwann entscheiden, nein, jetzt müssen wir uns auf uns konzentrieren, jetzt ist die Geburt unseres Babys natürlich wichtiger als die Kamera, dann wird ausgeschaltet und dann ist das Video beendet. Ich mache sowieso nochmal im Nachhinein einen ausführlichen Geburtsbericht. Die Kamera kommt trotzdem mit. Schon allein, auch weil ich ja dann auf Station auch ein paar Bilder von meinem Baby machen möchte. Deswegen die Kamera kommt mit, mein Handy natürlich und entsprechende Ladegeräte. Und dann nehme ich dieses Buch hier mit. Ich habe mich deswegen dafür entschieden, weil ich weiß, dass es unglaublich gut sein wird. Es ist nämlich der 4. oder 5. Teil der Reihe mittlerweile und die anderen Teile habe ich geliebt. Und es ist nur ein Taschenbuch und dadurch nicht so schwer und groß und fett und dick. Und zwar ist das von Ben Aronovich Fingerhutsommer aus dem DTV Verlag. Wie gesagt, da habe ich die anderen Teile auch schon alle gelesen. Und das passende Hörbuch dazu, dass ich das so ein bisschen parallel machen kann. Das Hörbuch werde ich mir noch aufs Handy irgendwie rüberziehen. Manu sagte, das ist irgendwie möglich. Fragt mich nicht. Und dann kann ich halt zum Teil lesen und auch ein bisschen hören. Und das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Außerdem werde ich noch einfach was zu schreiben mitnehmen, wenn mir so Gedanken kommen, dass ich das so ein bisschen notieren kann. Kommen wir jetzt mal zu meinen Klamotten, die natürlich den Großteil dieser Tasche ausmachen. Natürlich habe ich Unterwäsche dabei. Ich habe schwarze Slips in so einer relativ großen Größe genommen. Die habe ich euch auch in meinem Primark-Haul gezeigt. Wirklich so ganz einfach, die ich sonst nie tragen würde. Aber im Wochenbett interessiert es niemanden und da ist es einfach praktisch. Da habe ich 6 Stück mitgenommen, entsprechend natürlich auch Strümpfe und so ein Kram. Und außerdem noch meinen 2. Still-BH. Meinen anderen habe ich euch ja schon gezeigt, den von Carrywell. Und das ist jetzt einer von Bravado, auch wieder in schwarz. Ich mag es halt einfach so lieber. Das ist der hier. Und über den würde ich euch auch gerne noch ein bisschen was erzählen, weil ich euch den auch sehr empfehlen kann. Und ich glaube, das ist immer ganz interessant, weil ich habe ewig Wochen, Monate nach guten BHs gesucht und ich hätte so eine Empfehlung sehr gebrauchen können. Der kam hier in so einer tollen Hülle. Größe L habe ich übrigens genommen. Der kann sich wieder, den kann man so toll wieder anpassen wie den anderen auch. Und ist ein Still-BH, der aber auch schon in der Schwangerschaft und auch nach der Stillzeit
getragen werden kann. Wie gesagt, von der Marke Bravado. Da verlinke ich euch auch mal ein bisschen was unten in der Infobox. Den BH, die Seite von Bravado und auch den YouTube-Kanal von Bravado. Dort könnt ihr nämlich eure BH-Größe bestimmen. Das habe ich da auch zum ersten Mal gemacht und ich lag mit meiner angenommenen BH-Größe falsch. Zwar nicht ganz so weit weg, aber sie war nicht hundertprozentig richtig. Und das ist halt so ein Body Silk Seamless BH. Und man kann übrigens die Cups so rausnehmen. Habe ich vorher gar nicht gewusst. Ist mir dann erst beim ersten Mal waschen aufgefallen, weil sie da rausgefallen sind. Man kann die also rausnehmen, was auch immer ganz praktisch ist. Und hier steht noch luxuriös, weich, nahtlos und bügelfrei für perfekten Tragekomfort. Ich hatte ja schon beim letzten Mal gesagt, dass es meine ersten bügelfreien BHs sind und ich total erstaunt und glücklich mit denen eigentlich bin. Herausnehmbare Schaumstoffeinlagen, genau. Die verleihen der Brust eine tolle Form und kaschieren gleichzeitig die Brustwarzen, was mir auch sehr, sehr wichtig war. Das weiche Gewebe ist anschmiegsam wie eine zweite Haut und bietet außergewöhnlichen Halt, was ich auch sehr bestätigen kann. Bravado hat natürlich noch ganz viele andere Stillware, kann man das so sagen? Also es gibt noch andere BHs und diesen Body Silk Seamless, den ich habe, den gibt es natürlich auch noch in anderen Farben. Dann gibt es hier auch noch diesen hier, der dann so schwarz mit weißen Punkten ist. Das ist dann der Confetti Nursing Bra. Tolle Namen. Dann gibt es noch den Sweet Pia Nursing Bra und den Bliss Nursing Bra. Und ja, da gibt es noch ganz viele verschiedene. Wie gesagt, diesen BH könnt ihr in der Schwangerschaft schon benutzen, in der Stillzeit und auch danach. Es wird empfohlen, halt immer zwei BHs reichen eigentlich, wenn halt einer in der Wäsche ist. Ne? Und die wachsen quasi mit, beziehungsweise verkleinern sich dann auch wieder mit. Wenn die Brust dann wieder ja, kleiner wird einfach, kann man das halt wieder so einstellen, dass es dann wieder passend ist. Es ist richtig, richtig gut, finde ich. Die verbergen dann auch die Stilleinlagen relativ diskret, was halt eine schöne Sache ist. Und die Verschlüsse lassen sich halt in vier Positionen verändern, hier hinten. Dementsprechend ist halt das mit dem Mitwachsen. Ne? Also wenn die Brust halt größer wird in der Schwangerschaft, nimmt man das halt weiter. Wenn es dann wieder kleiner wird, macht man es wieder zusammen. Das ist halt wirklich ideal. Der BH wächst auch mit bis zu 2 Cups noch mit. Also auch da ist genügend Platz für größere Brüste in der Schwangerschaft. Und dann gibt es noch einen exklusiven Converter, der den BH dann so ummodelt, dass man den dann halt auch wirklich nach der Stillzeit noch anziehen kann. Und das werde ich auch machen, weil die wirklich so bequem sind, so einen super Halt haben. Also auch der andere Still-BH, den ich habe, ich bin da super zufrieden mit. Und ich werde die auch wirklich dann nach der Stillzeit noch weiter tragen. Ich werde mir das dann halt so anpassen an die Brust, wie sie dann ist. Und das ist wirklich ideal. Und da kann man auch mal ein bisschen was mehr an Geld ausgeben, wenn man den wirklich in der Schwangerschaft, in der Stillzeit und darüber hinaus dann auch noch tragen kann. Natürlich habe ich auch noch ein weiches Paar Kuschelsocken mit. Auch die habe ich euch in meinem Primer Call gezeigt. Und außerdem habe ich noch dieses sexy Teil hier mit. Und zwar war das etwas, was ich mir bei Vince dann auch erst im Laufe der Zeit gekauft habe, als ich wieder zu Hause war, als ich merkte, der Bauch ist ja nicht so flach, wie er mal vor der Schwangerschaft war. Also ich hatte wirklich diesen hirnverbrannten Gedanken, das Baby kommt zur Welt und mein Bauch sieht wieder aus wie vorher. War natürlich nicht so. Es schlabberte alles, die Gebärmutter hat sich nicht so gut zurückgebildet. Und da habe ich mir dann so ein paar Shapewear, nennt man es, glaube ich. Ne? Das ist jetzt nicht so eine schöne Farbe, aber es musste dann schnell gehen, irgendwas musste her. Und ich hatte erst so eine, das hatte ich schon zu Hause, so ein wie so eine schwarze Corsage halt, auch mit Stäben und Ösen zum Verhaken. Und es war einfach unangenehm, weil man nicht gut drin sitzen konnte. Dann ging es auch kaputt, dann rutschten die Stäbe raus. Und da habe ich mir dann das hier gekauft. Das ist jetzt auch schon relativ ausgebaddelt und weit. Ich denke aber, für die ersten paar Tage reicht das vollkommen zu. Ich habe mir jetzt noch was Neues bestellt, in Schwarz, nicht in so einer hässlichen Farbe. Diesmal in Schwarz, was noch ein bisschen enger auf jeden Fall auch ist und dann den Bauch noch ein bisschen schmälert einfach. Es sieht einfach unter den Klamotten schöner aus, ich fühle mich damit wohler und es dient ja auch der Rückbildung.
zu meinen sonstigen Klamotten. Was ich euch jetzt nicht zeigen kann, weil es gerade noch auf der Wäscheleine hängt, ist eine schwarze Leggings. Eine Umstands-Leggings, die habe ich von About It. Und mein dunkelblau-weiß gepunktetes Kleid von Bonprix. Das hat ja auch so einen Stillausschnitt. Das macht sich halt ganz gut und auch so fällt es halt schön locker. Das nehme ich noch mit. Außerdem eine dunkelblaue Jogginghose. Halt alles schön dunkel halten. Die ist auch von Primark. Und dann für den Tag, wo ich dann nach Hause gehe, eine Jeans, eine Umstandshose. Ja, das hatte ich bei Vince auch nicht. Ich hatte normale Hosen mit, normale enge Oberteile mit. Das sah alles furchtbar aus. Genau, halt nochmal eine Umstandshose mitgenommen. Das ist allerdings eine von denen, die mir jetzt nicht mehr passen, die jetzt zu eng ist. Und ich hoffe, dass das dann funktioniert. Außerdem nehme ich an Oberteilen mit dieses Stillshirt hier. Das ist auch von Bonprix. Hat halt auch diesen Stillausschnitt, wenn man das so nennen kann. Dann habe ich ein ganz einfaches weißes Shirt von H&M. Das ist auch Umstandsmode. Bisschen knittrig schon, weil es in der Tasche gelegen hat. Weil es halt auch, ja, man kann es halt nie einschätzen. Das Kind kann spucken, Milch läuft aus. Kann halt alles mögliche sein. Also Oberteile lieber eins mehr als zu wenig. Und dann habe ich hier noch eins, das habe ich mir dann bei Vince, eben auch, weil ich halt ein paar Oberteile brauchte, die den Bauch kaschiert haben, bei EMP bestellt. Und das werde ich auch mitnehmen. Und außerdem diese Jacke hier von Bonprix. Das ist schon eine Tragejacke. Fand ich eigentlich ganz schön. Da kann man sich das Kind auch so ein bisschen auf die Brust legen, wenn man dann da im Bett sitzt, liegt. Und die Jacke schön zumachen und sich einmummeln. Und das ist die hier, die hatte ich euch in meinem Bonprix-Haul auch schon gezeigt. Den verlinke ich euch auch nochmal. Außerdem habe ich natürlich noch diverse Kosmetik. Ich nehme einen Reiseföhn mit, den ich euch jetzt auch noch nicht zeigen kann, weil ich mir den erst bei meiner Mama noch holen muss. Bei Vince war es so, im Krankenhaus hatten die solche Föhne, wie man die in Hotels kennt. Wie es jetzt im Geburtshaus ist, weiß ich nicht. Deswegen nehme ich so einen kleinen Reiseföhn mit und mein Glätteisen. Ohne den geht es halt einfach nicht. Dann habe ich hier meinen Kulturbeutel. Da ist halt sowas drin wie Taschentücher, Zahnbürste, Zahnpasta, mein Deo-Roller von CD, den ich seit Jahren liebe und immer nachkaufe. Da sind drin Abschminktücher, die von Rossmann Isana Med, die ich auch, ja, da kaufe ich auch keine anderen mehr. Dann ist da drin ein kleines Döschen Trockenshampoo von Batiste, das ist ja auch das beste Trockenshampoo, was ich jemals hatte. Duschbad ist da drin, Shampoo ist drin für die Haare, eine Gesichtscreme ist drin. Dann habe ich noch so Pröbchen, also es sind alles Pröbchengrößen. Pröbchengrößen für Babybauchöl, weil das braucht man auch dann nach der Geburt noch ein bisschen. Genau, das habe ich da drin. Und in diesem kleinen Täschchen habe ich mein Make-up. Also bei Vince hatte ich wesentlich mehr Make-up mit, habe es aber noch seltener benutzt. Und ich denke, das ist so das Minimalistischste, was ich mitnehmen kann. Ich weiß, viele Frauen nehmen überhaupt kein Make-up mit, die schminken sich im Krankenhaus nicht. Ich kann das nicht. Ich fühle mich da unwohl. Ist einfach so ein Fakt. Nennt mich eitel, das bin ich auch. Und deswegen ist hier jetzt drin meine getönte Tagescreme von Vilate, die ich euch auch schon oft gezeigt habe, die wirklich toll ist. Dadurch spare ich mir den Concealer, das Puder, alles komplett. Ich habe dennoch einen Concealer mit, falls die Augenringe zu krass sind. Dann habe ich meinen Augenbrauenstift von Essence mit und ein Mascara. Und das ist so das Minimum dessen, was ich machen kann, um mich wohlzufühlen. Dann habe ich noch einen Spiegel mit, weil man will ja, wenn man in einem Mehrbettzimmer ist, das Bad auch nicht so lange blockieren. Bei Vince hatte ich das Glück, ich hatte ein Einzelzimmer, Glück in Anführungsstrichen, weil es vielleicht auch ganz schön gewesen wäre, mit anderen Frauen in einem Raum zu sein. Und das war es eigentlich. Nein, es war noch nicht alles, weil ich habe ja noch Babysachen in meiner Tasche. Also im Geburtshaus nehme ich schon die Sachen, die einem dort zur Verfügung gestellt werden. Aber ich brauche ein Going-Home-Outfit. Und ich konnte mich nicht entscheiden. Und weil ich ja auch nicht genau weiß, ja, wird es, also nicht genau, ich weiß es nicht, wird es ein Junge oder ein Mädchen, habe ich jetzt einfach ganz viele Klamotten mitgenommen und entscheide mich dann an dem Tag, was ich dem Baby anziehe, was ja auch ein bisschen wetterabhängig ist.
Auf jeden Fall habe ich auch noch zwei Molton-Tücher mit. Das ist das von Lessig. Das ist eins von Ikea, glaube ich. Ich dachte lieber haben als hätten. Dann habe ich verschiedene Hosen mit. Und zwar sage und schreibe 4 Stück, weil ich halt verschiedene Outfits mir dann zusammenstellen kann. Und zwar habe ich diese hellblaue hier mit. Die ist, glaube ich, von C&A. Diese. Dann habe ich eine rote mit, die eher so Leggings-mäßig ist. Die ist auch von C&A. Kommt halt einfach auch aufs Wetter drauf an. Dann habe ich diese hier, die ich auch sehr, 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 sehr cool finde. Die ist von Zara. Und ich habe noch eine dickere, wo ich halt überlegt habe, wenn ich wirklich diese rote Leggings anziehe und es noch nicht so warm ist, müsste ich dann die hier wahrscheinlich drüber ziehen. Das ist so eine Cordhose, die ist auch von C&A. Hinten auf dem Poppes sind nochmal so Herzen drauf. Genau. Und als Kombination für diese 4 Hosen habe ich 2 Bodys. Den hier, den hatte ich schon bei Vince. Das ist dieser Mom and Dad ist gleich me von H&M. Oder dann halt, den finde ich halt auch richtig, richtig geil und der würde toll aussehen zu der Zara-Hose, ist dieser von, aus welchem Shop habe ich den? Lila Hop. Von Lila Hop ist der Body und ich liebe, 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 liebe den. Aber es kommt halt einfach drauf an, auf was ich Bock habe, was wir für ein Baby haben. Also, wisst ihr, wie ich meine? Man kennt ja den Charakter des Kindes noch nicht und seine Art. Man weiß jetzt nicht, ob es ein Junge oder ob es ein Mädchen ist. Und deswegen, ich musste einfach diese Auswahl mitnehmen. Bei Vince hatte ich halt nur ein Outfit mit, was auch okay so war. Aber da wusste ich auch, dass er ein Junge wird. Deswegen habe ich ein blaues Schlumpfen-Outfit mitgenommen. Aber diesmal konnte ich mich echt wirklich nicht entscheiden. Vor allen Dingen, weil es auch so schwierig ist mit dem Wetter. Und deswegen musste das halt alles mit. Ich habe außerdem noch diese Jacke hier. Hat hier so Öhrchen, eine Kapuze. Das ist so auch die wärmste, die ich habe. Es darf also nicht nochmal richtig kalt werden. Hier ist noch so eine kleine Eule drauf. Und natürlich noch so ein bisschen Accessoire. Ich habe 2 Paar Socken mit. Und zwar deswegen, weil ich ja das Problem hatte, dass bei Vince diese ganz, ganz kleinen Söckchen, also diese kleinste Größe, nicht gepasst hat. Der war da schon zu groß für. Deswegen habe ich dann auch nochmal ein zweites Paar Socken in der nächsten Größe mitgenommen. Dann ganz normal solche weißen Schüchen und 2 verschiedene Mützen. Einfach hier auch, weil es darauf ankommt, wie warm es ist. Weil die ist relativ dünn und die ist dann doch noch ein bisschen dicker. Und als letztes Teil habe ich von Fabelab dieses Schmusetuch, was hier hinten ganz, ganz weich ist. Das möchte ich auch gleich mit ins Bettchen legen können. Zusammen mit halt der Babydecke. Und das war's jetzt. Das war der Inhalt meiner Kliniktasche bzw. auch meiner Kreißsaaltasche. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid bis zum Ende dran geblieben. Wenn euch irgendwas aufgefallen ist, was ich wirklich vergessen haben sollte, was ich euch jetzt nicht gezeigt habe, sind meine ganzen Papiere. Also unser Stammbuch, mein Ausweis, meine Krankenkarte. Sowas habe ich natürlich auch alles mit. Ein bisschen Kleingeld. Aber ich denke, das ist selbstverständlich. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!